So, und weiter geht's. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig. Ich durchforste hier mal die Räumlichkeiten. Rostiger Schlüssel und Weihrauch. Okay, lasse ich da erstmal drin. Scheinen Questgegenstände zu sein. Da ist eine Nachricht. Brief an Tamara. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deine herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns. Nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit, gegen Perversionen und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Sagt eher nichts aus. Okay, da scheint was zu sein. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Gut, dann nehme ich hier mal den Schlüssel mit und den Ball. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Nach unten. Ich werde mich erst noch mal hier oben umschauen, bevor es nach unten geht. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Auf jeden Fall lohnt sich das, hier so ein bisschen Kram abzugreifen. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Da ist noch was. Tiefe Kerben, geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Okay, und den Wein hat er eben nicht gerochen, ne? Ganz merkwürdig. Na, Suche beendet? Quatsch ihn mal an. Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte.
Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Die Ähnlichkeit ist erstaunlich, ich meine, Triss sieht anders aus. Ja, ich bin mal nett. Das soll also Triss sein. Ja, jetzt sehe ich es. Seltsam. Sieht genau aus wie sie. Nicht wahr? Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, aber sie ist immer noch beeindruckend. Dann hast du ja was in der Hinterhand, wenn es mit Nilfgaard nicht läuft. Irgendwas habe ich übersehen. Ich muss noch mal nachschauen. Dieser verfickte Kater. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Da liegt noch ein Zettel. Nilfgaardische Forderung. Philipp Strenger, deine Nachschubprobleme erscheren uns nicht. Der Pakt zwischen uns ist eindeutig. Das Kaiserreich Nilfgaard besteht darauf, dass du ihn einhältst. Tust du das nicht, sind unsere gegenseitigen Verpflichtungen null und nichtig und deine Privilegien werden widerrufen. Mein Gruß, Havard Vamöhen, Feldmarschall, Befehlshaber der Zentralarmee. Ja, Verfaltungspapierkram. So, dann werde ich mal der Spur folgen. Hol den Sonderling raus. Ich glaube, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Okay, scheint nicht als Diebstahl markiert zu sein, dann will ich den Kram mal mitnehmen hier. Schön. Ordentlich Wasserflaschen. Da ist abgeschlossen. Ich weiß ja nicht, ob der Schlüssel passt. Irgendwie Schnaps noch dabei. Na? Will er nicht? Stand doch eben X. Na komm. Versuch's mal anders. Zack. So. Den letzten Mal kriege ich wahrscheinlich nicht. Reicht auch. Verschlossen. Schlüssel benötigt. Okay, den Schlüssel habe ich nicht. Dann schaue ich hier mal weiter. Geht's weiter. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Was willst du? Oh, schau, ich dachte, ich könnte mit ihm quatschen. Ich glaube, du hattest genug, Kumpel. Okay, er pennt. Jeden Fall schön Vorräte hier mitnehmen. Was ich selbst nicht essen kann, das wird halt verkauft dann. Die Wache pennt. Butter.
Untermesser, einen ganzen Plunder. Kann ich irgendeinen Händler verditschen. Aufgeschlossen. So, das war's. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Schön, dass das hier unten vor sich hin brennt und sonst keiner da ist. So, ein Gebet. Ewiges Feuer. Dass du unsere Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme. Trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde. Gewähre deinen Freunden deinen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit. Bestrafe meinen Vater. Hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. Bestrafe meinen Vater, okay. Kleine scheint not amused. Ich würde mir vorher noch mal Ciris Zimmer anschauen. Wahrscheinlich nur eine kleine Nebenquest. Ciri war also hier. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Oh cool, ein Lager. Da kann ich mal die schicke Kleidung vom Kaiserreich Mülfgard reinsetzen. Nilfgaardische Hose. So, drei Oberteile. Dreimal Schuhe, dreimal Hose. Und unser Viper-Stahlschwert. Nee, Silberschwert. So, Stufe 22. Brauche ich mich nicht mit abschleppen. Stufe 14. Genau das gleiche in Grün. Und Stufe 19, ey. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Meine liebe Freunde Philipp und Anna von Graf La Guevre. Kulturminister des Königreichs Sumerien, Wysima 1265. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchung der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Varacruz-Leon Reinigung von allen negativen Effekten, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Wysima. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Geh zur Küche und sprich mit Gretka. Okay, das beenden wir einmal kurz. Und danach gehe ich zum Baron. Mal gucken, in der Küche gibt es bestimmt noch ein bisschen was zu essen für uns. Ja, alte Felle werde ich, glaube ich, nicht kauen können. Tötest du die Monster? Alle? So, Kleiner. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja.
Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Okay. Das war's schon mit der Nebenquest. Wäre ein 2-Minuten-Video geworden. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Gut. Herren des Waldes. Dann würde ich sagen, jetzt geht's mit den Familienangelegenheiten weiter. Einmal mit dem Baron quatschen. So wie es aussieht, sind Mutter und Tochter abgehauen, weil sie es beim Baron nicht mehr ausgehalten haben. Was denn hier noch Schönes? Tag, die Hoheiten. Eine leere Flasche ist jetzt meine. Ich würde gerne mal wissen, wo die ganzen Wachen pennen. Irgendwie draußen oder in irgendeiner Scheune oder so. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Was? Na, Suche beendet? Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erbelüs? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Na, welche Rolle spielt's? Wenn er als Suff-Heini da hochgekommen ist und hat wieder randaliert, dann ist auch kein Wunder, wenn die Frau und die Tochter abgehauen sind. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Okay. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Oh. Spielen wir Gwind?
Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr. Und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort. Sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Okay, ich weiß nicht, ob ich mit ihm schon Gwyn spielen sollte. Bis dann. Nachher verkacke ich das und dann, ja, kann ich die vielleicht nicht wiederholen und kriege dann irgendeine Karte nicht oder so. Gut. Irgendeiner hat da gerade gefurzt. Ja, wir sind sowieso momentan durch. Nebenquests. Herrin des Waldes. Da. Finde die Hütte des Weidelers. Die würde ich dann in der nächsten Runde machen. Und ja, einmal kurz zwischenspeichern. Dann einmal eine Runde Gwyn spielen. Vielleicht gewinnen wir eine neue Karte. Wenn wir verlieren, weiß ich nicht, ob ich es wiederholen kann. Sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich und ciao.